Markets on Air mit dem Schwerpunkt Weltmarktführer, starke Marken aus Deutschland. Deutsche Weltklasse-Unternehmer an einem Ort versammelt. Beim jährlichen Gipfel der Marktführer. 500 Teilnehmer sind nach Schwäbisch Hall gekommen. Eines der großen Themen in diesem Jahr: die wirtschaftspolitischen Herausforderungen mit der neuen US-Regierung. Es ist ganz zwingend notwendig, dass wir gerade in der jetzigen Situation, in der ja durchaus Stürme aus Amerika zum Beispiel kommen, sehr selbstbewusst hinweisen auf die absolute Spitzenklasse der deutschen Wirtschaft. Wir haben mit Abstand die meisten Weltmarktführer in Deutschland, wir haben die meisten hier in der Region. Und ich glaube, dass das richtig ist, wenn wir jetzt zeigen, es kommt auf die Innovationsfähigkeit, auf die Qualität, auf die Zuverlässigkeit der deutschen Wirtschaft an. Das demonstrieren wir sehr eindeutig. Die mit ihrem Produkt auf dem globalen Markt führenden Unternehmen dürfen sich Weltmarktführer nennen, wenn sie ihren Stammsitz im jeweiligen Heimatland haben. Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen Euro. Weitere Kriterien: Auslandsgeschäfte auf mindestens 3 Kontinenten sowie mindestens die Hälfte des Umsatzes muss aus Exportgeschäften stammen. Das Treffen in Schwäbisch Hall ist ein Austausch unter Kollegen und Konkurrenten über Digitalisierung, nachhaltiges Wachstum sowie die Herausforderungen am Industriestandort Deutschland. Reichlich Stoff für Diskussionen. Rund 1.300 Weltmarktführer gibt es in Deutschland. Weltweit sind es 2.700. Damit liegt Deutschland mit seinen sogenannten Hidden Champions weltweit an der Spitze. Die meisten dieser Schwergewichte kommen aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Heilbronn, Franken. Rund 100 Weltmarktführer haben hier ihre Heimat. Geballte Industriemacht mitten in der Provinz. Beispiel: die Firma Ziel Abeg mit ihren Großventilatoren. Die Ventilatoren haben einen gezackten Rand, der den Flügeln eines Uhus nachempfunden ist. Die Zacken verringern den Luftwiderstand und machen sie so besonders leise. Erfindergeist. Dafür ist die Region weltweit bekannt. Man schätzt diese Produkte auch der Region, insbesondere bezüglich ihrer Qualität und Zuverlässigkeit. Es ist in der Tat so, dass man nur billige Produkte, die kann man überall woanders auch herstellen. Es gibt bestimmt Gegenden auf der Welt, wo man viele Sachen sehr, sehr viel billiger machen kann. Die Frage ist, kann man sie gleich gut, gleich innovativ machen? Und da ist eben die Stärke unserer lokalen Wirtschaft und auch von Ziel Abeg zu suchen. Ein anderer Global Player in der Region, die Firma Hornschuch. Sie stellt unter anderem Kunstleder her, das in der Automobilindustrie zum Einsatz kommt. Dieses helle Leder wird zum Beispiel für Modelle von Mercedes verwendet. Vor über 100 Jahren gegründet, ist das Unternehmen heute Weltmarktführer in der Herstellung von Kunstledern, Folien und Möbelfurnieren. Die Region ist unheimlich agil. Wir sind auch permanent im Wettbewerb, auch mit Unternehmen, die ganz andere Sachen produzieren, um gute Köpfe. Jeder muss sich tummeln. Und ich denke, es ist schon so ein bisschen dieser Clustergedanke. Es sind innovative Unternehmen dicht aneinander. Es entsteht ein Spirit, bei dem man sich auch durchaus gegenseitig befruchtet. Aber natürlich wie immer jeder in seiner Nische, in seiner Branche. Gut ausgebildete Fachkräfte und der besondere Unternehmergeist, das ist es, was diesen Standort so erfolgreich macht. Dazu die zentrale Lage und eine gute Infrastruktur. In keinem anderen Gebiet in Deutschland sitzen, gemessen an der Einwohnerzahl, derart viele Weltmarktführer wie in Heilbronn, Franken. Neuer Exportrekord. Deutschland hat im vergangenen Jahr erneut so viele Waren und Dienstleistungen ins Ausland exportiert wie nie zuvor. Der Wert der Ausfuhren 1,2 Billionen Euro. Damit ist Deutschland vor China wieder Exportweltmeister. Auch die Importe erreichten mit mehr als 950 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Wichtigster Handelspartner blieben die USA vor Frankreich und Großbritannien. Investoren setzen auf Deutschland.
Das Brexit-Votum macht Deutschland als Investitionsstandort noch beliebter. Jedes siebte in Großbritannien aktive Unternehmen plant Standortverlagerungen in andere Länder. Die beliebteste Alternative? Deutschland. In einer Umfrage der Unternehmensberatung Ernst & Young sahen 40% der ausländischen Firmen Deutschland als attraktiven Investitionsstandort. Das waren 2 Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr. Und das war Markets on Air.